Hey Freunde, heute zeige ich euch was Neues, ein neues Update. Jo, ihr wisst, ja, ich habe ein bisschen vorgespielt, um ein bisschen Geld zu machen und auch schon die erste Ladeerweiterung musste ich hier erweitern. Und dann habe ich hier die ganze. Oh, ich habe was vergessen zu bestellen. Hühnchen. Also die Erweiterung hier, seht ihr schon vieles Neues. Maxikon, das ist Cornetto. Dann hier Pizza, dann Pommes und eine Cheesy Crust Pizza ist auch neu. So, wie ihr seht, ist alles aufgefüllt. Die Aufgabe übernimmt meistens meine Frau das Auffüllen. Sie macht genau das Lager. Und jetzt zum Thema Lager. Ihr wundert euch jetzt hier, was mir hier aufgefallen ist, hinter diesem schönen Tresen, Regal, steht eine versteckt. Zeige ich euch die Türe. Eine versteckte Türe. Aber für was die Türe ist, kann ich schon nicht sagen. Weil es kam halt das Update, Lagererweiterung. Und so schnell stelle ich das Ding hier erstmal wieder hier hin. So. Ja, ein bisschen zurück muss es gehen. Sonst. Ja, jetzt geht es nicht mehr hundertprozentig. So. Lagererweiterung. Hat einer Müll hingeschmissen, das war ich. So. Wie ihr seht, das war vorher noch bis hierhin. Und jetzt kann man bis hinterher laufen. Und ja. Das Lager ist auch schön sortiert worden. Ich habe das nicht gemacht, das macht auch meine Frau, weil ich kann das nicht. Ich habe dazu keinen Nerv, das Lager ordentlich zu halten. Ich schmeiß lieber alles hin. Meine Frau räumt es weg. Aber ich sag mal, solange es nicht im Privatleben ist. Nein, so doch. Ich bin manchmal ein bisschen chaotisch. Nur ein bisschen. Deswegen bin ich ja immer froh, wenn meine Frau da ist. Sie liebt mich, sie macht es. Und ja, bin ich froh, dass es so ist. So, was muss ich jetzt bestellen? Hähnchen. Hähnchen, Hähnchen, Hähnchen. Habe ich keins da. Hähnchen muss ich bestellen. Kaufen Hähnchen. Sonst habe ich alles, nur kein Hähnchen. Hähnchen. Ein, zwei. So, jetzt müssen wir halt ein bisschen das Spiel wieder spielen. Bis wir bei Level 30 sind, bei der Erweiterung. Und sonst können wir ja nichts Neues mehr kaufen. So. Hähnchen, alle drin. Wann ist alles? Hier. Einmal Müll. Und einmal Hähnchen ins Lager. Wo sind die großen Kisten? Da hinten. Oh, das ist eine ganz große Kiste. So. Stelle ich da hin. Erst einmal. So, dann öffnen wir den Laden. Ich habe ja hier eh nichts mehr zu tun, großartig. Ich habe hier jetzt zwei Kassierer, wo hier stehen. Wo Vollzeit machen. Und das interessiert mich, was da hinten ist. Ich denke mal, wenn ich nochmal das Lager erweitere, kann es passieren, dass wir dann hier rein und dann durch die Tür gehen können. Weil da brauche ich vorher eine Ladenvergrößerung noch, weil sonst habe ich hier das Problem. Mal gucken, was eine nächste Erweiterung für den Laden kostet. Weil ich muss ja ein bisschen Geld zusammenhalten, auch fürs Essen. Verwaltung, Wachstum. Jo, 4.400 habe ich ja nicht schon mal. Dann würde ich den Laden nochmal vergrößern, dass wir das hintere Eck bekommen hier. Man kann man schon mit der Umstellung, weil hier ist es viel zu eng. Hallo, der Laden ist auf. Noch da sind schon die Kunden. Mal gucken, was der erste ausgibt. Mehr wie 40 Dollar. 18 Dollar, gerade mal. So, gibt der rote mehr wie 40 aus oder der weiße? Olivenöl kauft der schon zwei Stück. Also der. Schon mal wie 40 Dollar aus. Und der Käse gut weg. Zweimal Milch. Und jetzt gucken wir mal, was der weiß. Wo sind denn? Der ist einfach rausgelaufen. Tatsächlich. Ah ne, der darf den noch. Toilettenpapier zu teuer? Muss ich gucken. 15,50, na. Das ist nicht teuer. Dick, dir zu teuer?
Ja, komm mal. Weißt du was? Das Ding ist halt in Angebot für 16,50. So. Und was gibst du aus? Was gibst du? Oh. Gar nichts gibst du aus. 52 Dollar. Und du gibst 24 Dollar nur aus. Also du hast noch einmal Käse für 3,60. Keiner bis jetzt über 100. Was ist denn das? Keiner über 100. Eine Pizza Pommes kostet 8 Dollar. Das sind ja Preise, die könnte man sich in Wirklichkeit gar nicht leisten. So, was habe ich denn da hinten noch stehen zum Auffüllen? Ist voll? Okay. Oh, ne, ist nicht mehr voll. Die Frau hat genommen. Hallo? Jetzt. Ne, wo? Jetzt kann ich es nicht mehr nehmen. So. Eins. Bist du leer? Oh, ja, ist leer. Gleich Müll damit. So. Licht anmachen. Hopp. So. Cornetto-Eis. Ist voll. Okay, keine Köpfchen Eis. Über den Käse hier. Auch nur eins. Ich glaube, ich bin zu teuer. Thunfisch. Bitte, kann ich auch wieder hinschicken? So machen. Weil meine Frau liebt es gar nicht, wenn ich die Pakete so offen stehen lasse. Dann meckert sie wieder mit mir rum. Deswegen mache ich es lieber gleich richtig. Das ist jetzt auch wieder hingestellt. Blaues Mehl. Kartoffeln sind noch da. Schwarzer Tee. Schwarz, schwarz, schwarz. Eier. Kartoffeln. 12 Eier. Oh, ist er noch voll? Ja. So, das lassen wir uns nicht. Dann geben wir mal eine Preisänderung. 7 Euro. 7 für 12. 7. Geh noch mal. So. Okay. Selbst für 13,40 kann man eigentlich nicht meckern, Leute. Cola habe ich noch. Genau noch. Parmesan. Parmesan. Oh, Milch. Milch, Milch, Milch. Oh, jetzt reagiert die Maus nicht. Oh, Maus. Das ist nicht gut, wenn die Maus nicht reagiert. So. So, was habe ich gesagt? Parmesan brauche ich. Warum hängt man das die ganze Zeit? Hatte ich nicht hier Parmesan gesehen? Das ist doof. Ich glaube, ich bin ein bisschen doof. Ja, dann fülle ich erstmal die Milch auf. Oh, mein Blick ist da. Ja, aber jetzt wird ja jetzt wäre sie bei 7 Euro ja schon viel besser los. So, hier kommt der Mann in Black. Sorry, Sushi, kleiner Sushi.
Grünen Tee. Eine. Das grüne Tee bekommt sich im Moment auch nicht gut. Boah, letzter, die Autogeräusche sind jetzt auch laut. Ach, Shop, Ketchup. Ich dachte, das wäre, oder Salsa-Soße ist es. Ich dachte eben, das wäre Erdnussbutter. So. Wasser. Auch Leiterkassen. Ja, Lieben, das ging eigentlich jetzt nur darum, dass ich euch das Update zeige und wie ich schon hier ein bisschen umgebaut habe. Aber die Tage werden nochmal komplett Video kommen, wo ich komplett nochmal alles umbaue, umstelle oder vorher umstellen lasse. Ich liebe das Spiel. Es ist schon seit Tagen steht es. Was ist so teuer für dich? Konstant lesen, junge Frau. Oh, Eier sind weg, die kleine Eier. Nee, die 8 Eier. So, das war jetzt. Nee. Das war nicht das, das war. Hier, das. Okay. So, norwegischer Lachs. Das kauft irgendwie keiner. Was ja eigentlich gar nicht mal so teuer ist. Ich kann ihn ja nicht unter den Wert verkaufen. Da wisst ihr was? Thunfisch verkaufe ich ja eigentlich auch für unter den Wert. 8,88. Boah, bei den Joghurt habe ich irgendwas falsch gemacht. 99 Cent eingegeben. 1 Euro. 60 kostet. 90 kostet normalerweise. 1,75. So. Ja. Lieben, das war's mit dem Video. Beim Aufnehmen müsst ihr jetzt mit dabei sein. Und jo. Muss auch noch vieles nachbestellen. Jetzt haben wir 6000, Level 27. Und die nächste Produktlizenz kann ich erst kaufen. Ab. Für 6 Lizenzen erst ab Level 30 kann ich die 2 kaufen. Dann erst 12 Level später 42. Aber das interessiert mich und das interessiert mich. Ich würde überlegen, entweder werde ich das hier gleich holen, wenn ich Level 30 bin. Das dauert noch. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Oder das mit Bier. Bier haben wir eigentlich auch noch nicht, aber die Chips interessieren mich halt. Und nochmal Puderzucker. Puderzucker habe ich doch schon genug. Na, dann hole ich erstmal hier das Alkohol. Dann gibt es eine Alkohol-Ecke. So, ja, ihr Lieben, das war's mit dem Video und ich wünsche euch noch was. Bis dann, ciao, ciao. Aber erstmal gucken wir zusammen, was wir eingenommen haben. Mieterechnung. So. 2000 Euro plus gemacht heute. Ist eigentlich sehr gut. 41 Kunden, 15 haben sich beschwert, aber wenn ich jetzt mal zusammenrechne, sind 30 zufriedene Kunden. Fanden alle die Produkte zu teuer? 15. Sind bei mir doch 45. Aber die haben 41 gerechnet. Okay, ja, dann ist da irgendwas falsch. Und sagt ciao, ciao. Ich bin immer noch da. Ist aber tschüss.